Ich bin Pressesprecher Max Nius der Stadtfeuerwehr Neustadt. Wir hatten heute wieder hier eine Großübung im Ortsteil Weeze. Hier hatten wir vorgefunden einen Bus, der mit 20 Personen in einen Betriebsraum einer Biogasanlage reingefahren ist. Im Betriebsraum ist dann ein Feuer ausgebrochen und eine Person war vermisst und wurde von der Feuerwehr dann gerettet. Die Personen, die 20 wurden auch von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst aus dem Bus geholt und eine Patientenablage wurde aufgestellt und es wurde ein Massenanfall von Verletzten ausgelöst. Da so viele Patienten vor Ort waren, kam dann einmal die SEG des DRKs Neustadt-Garbsen und des Johanniter Wunsdorf. Des Weiteren gab es eine Lage, dass ein Familienangehöriger des verunfallten Bus Personals oder der Reisenden vor Ort Panik gekriegt hat und mit einem Messer ausgerastet ist und versucht hätte, Einsatzkräfte anzugreifen. Die Polizei hat sehr zügig reagiert und konnte den Angreifer dann auf den Boden bringen. Des Weiteren ist es so, dass jetzt nun das THW Wunsdorf hier übt, und zwar, dass die Biogasanlage, da das Nahwärmenetz ausgefallen ist und die Stromversorgung fürs Dorf, und nun hier einmal die Pumpen wieder zum Laufen bringt und halt eine Stromversorgung aufbaut.